dass ich sowas jemals für ein Video mache, hätte ich niemals gedacht, Digga. Ja. Du Hund, Alter! No, no money, no honey, go! Okay, ich hab mich schon weggeschoben. Okay. Das Video ist einfach nur schrecklich für mich. Dieses Glitz hat bestimmt heute 24 Stunden unser Leben. Hier sind verschiedene krasse, peinliche und komplett crazy Sachen drauf. Wie sieht das tatsächlich aus? Warum ist der Elektroschocker drauf? Es wird einfach nur herrlich, Freunde. Wir sind nämlich heute in London zusammen mit Zenless Zone Zero. Mehr dazu aber später. Und ich würde sagen, Moritz, du darfst jetzt mal den ersten Dreher machen. Elektrostocker! Das war das, was ich auf gar keinen Fall haben wollte. Ne? Man hat hier eine Fernbedienung. Das heißt, du kannst nachher irgendwo hinlaufen und ich kann dich schocken. Und hier gibt es nämlich verschiedene Level. Digga, ich will das nicht haben. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen hoch auf 99. Oh Gott, Alter, das kann man nicht machen. Den ganzen Tag. Ich würde sagen, Freunde, lass uns mal ein bisschen in die Stadt steppen, denn bei Zenless Zone Zero gibt es hier heute eine Map, wo man verschiedene Läden abchecken kann. Und ich würde sagen, wir steppen mal los in den ersten Laden. Schrecklich. Nein. Was ist CZZ überhaupt? Zenless Zone Zero ist ein Action-Urban-Fantasy-Game für PC, Handy und Konsole. Und das Geile an CZZ ist, es hat ein richtig nices Design und ein richtig geiles Kampfsystem. Ich würde sagen, genug geredet, wir drehen das Rad, du bist dran. Ich bin dran, Digga. Ich muss jetzt meinen Song performen und wir müssen in den Record Store. Ah, Digga, das funktioniert nicht. Warum geht das von alleine? Ohne das Bruder, du hast das an der Losing, wie an deine Arschtasche gekommen. Noch einmal! Wir sind angekommen, Freunde, im Flashback Record Store, den es auch bei CCC gibt. Wir steppen mal rein. Hallo. So, jetzt fang an zu singen. Hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus. Ich kann nicht mehr, hab mich nur in meinem Traum gesehen. Bin mit den Jungs unterwegs und fülle mein Glas. Der Typ ist auf jeden Fall absolut verstört, aber du musst mehr Leute verstören. Ich habe den perfekten Ort gefunden, Digga. Oh nein, das ist eine komplett volle Straße, Freunde. Komm, geh mal auf den Stromkasten, mach mal eine Performance. Ladies and Gentlemen, hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus. Ich kann nicht mehr, Baby, ich kann nicht mehr. Oh, hol mich raus, mein Babe, ich wurde auserwählt. Denn so jemand wie dich hab ich nur in meinem Traum gesehen. Und ich rufe dich besoffen an, jetzt alle! Hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus. Okay, ich lass es rein. Ich kenn dich nicht, Bro. Wer ist das? Geh weg hier von mir, Junge. Alter, das war geisteskrank. Ich würde sagen, du bist jetzt mal wieder dran mit drehen. Was ist Kaffee? Wir gehen jetzt zum Kopfkaffee. Dort wirst du einen Kaffee bestellen, weil ich weiß, du bist absoluter Liebhaber von Kaffee. Und natürlich der Twist ist noch der Elektroschocker. Oh. Du musst mit dem Elektroschocker einen Kaffee bestellen. Ist das frech, ist das frech. Freunde, hier seht ihr auch, die ganze Stadt ist gebrandet mit CCC. Und hier die neue Stadt Eridu. Das ganze Spiel ist übrigens ein Postapokalypsen-Spiel. Das heißt, die einzige Stadt, die nach der Apokalypse überlebt hat, das ist nur Eridu, Freunde. Und wir gehen jetzt zum Kopfkaffee und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Moritz mit dem Elektroschocker einen Kaffee bestellen kann. Oh nein, das ist der Kaffee. Ich würde sagen, Freunde, wir machen das jetzt hier mal hoch von 30, einfach mal auf saftige 60, damit es auch richtig schwierig fehlen wird. Ja. Ich bin noch nicht mal am Bestellen. Ich bestell noch nicht mal, Bro. Ich bestell noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen auch mal ein bisschen rein. Ich möchte mir das ein bisschen näher anschauen. Wir machen es ganz hoch, Freunde. Wir machen es ganz hoch. Hello. I would like to have... Jetzt ist es. Ja, yeah, it's shocking me. Yeah. Hi. Du Hund, Alter! Digga, hör auf damit. Okay. Ich war aber völlig verstört. Ich hab das Gefühl, ich kann diesen Kopf hier nicht nochmal tragen, Digga. Du Hund, Digga. Aber ich muss sagen, du hast die Aufgabe gut gemacht, Bro. Du bist reingegangen, hast bestellt und hast den Kaffee rausgebracht. Okay, nächste Aufgabe. Jetzt wirst du hops genommen. Jetzt reicht's. Freunde, wir haben jetzt hier sogar noch einen Charakter geholt und zwar Billy. Mein favorite Character in-game von CCC. Okay, you have the honor to roll the wheel. What is this? I can remote control you. Yes. What a nice. Oh ja, er ist der Beste. Er ist wirklich der Beste, Digga. Moritz darf man jetzt hier 3 Minuten fernstören hier in der Stadt. Okay, geh zu den 2 Leuten, die sich umarmen und umarm dich auch noch mit dazu. Okay. I love you guys. So, jetzt gehst du irgendwo hin und stellst dir mal ein Bein. Okay, dann gehen wir zu einem der Läden. Wir meinen zu der Läden. Erstmal ganz leise so, hello, I would like to order. Dann schreist du richtig order. I would like to try. Yes. Order. Schrei nochmal order. Order. Dann schreist du, wow, this is the best thing I ever. Dann rast du richtig aus. This is the best chicken I ever ate. Was just a joke, it was not that good. Thank you. Nein, geh zurück. Sag, das ist nur ein Joke, war. Das war nur ein Joke, war nicht so gut. It was just a joke, man. It was not that good. It was not that good.
Bruder, er war so nett, Digga. Geh mal zu den Security hier. Nein, Digga, nicht zu den Securities. Und dann frag mal, ob du mit denen ein Arm-Battle machen kannst. Can I do a arm wrestling against you? I'm stronger than you, man. I'm stronger than you, I think. I have no money. No money, go. Okay. Er hat mich schon weggeschubt, Digga. Ich schwöre, er hat gar nicht okay. Dann geht's mit der Frau mit dem Hula-Hoop greifen. Ja, ja. Das macht 2-3 Mal Hula-Hoop und dann rennen wir mit dem weg. Okay. Yeah? Oh, yes. Woo. Und jetzt nehmen und renn weg. Okay, thank you. Okay. Oh mein Gott, war das schlimm, Alter. Jetzt muss ich wieder drehen, oder was? Ja. Bro, das ist ja herrlich. Aber sieht doch gut aus. Wir haben jetzt hier gerade schon die Charakter getroffen. Und ich würde sagen, du darfst dich jetzt auch mal als cool. Ein Charakter Corin einkleiden. Problem ist, dass wir natürlich nicht wie die CCC-Leute hier mega geile Kostüme haben, sondern wir haben halt die Mittel genommen, die wir zur Verfügung hatten und haben dir ein gutes Kostüm gekauft, würde ich mal sagen. Freunde, und während Moritz sich umzieht, erzähle ich euch noch was von dem Kampfsystem. Das Kampfsystem ist einfach nur nice. Blocken und Ausweichen im richtigen Moment gewährt dir einen Spezialangriff. Durchs gutes Kämpfen steigt die Dezibelzahl. Erreichst du 3000 Katzen mit einer deiner Charaktere eine richtig mächtige Ultimate anwenden. Was ist los, Bro? Oh nein. Durch dieses dynamische Kampfsystem wird jede Mission einzigartig und es wird nie langweilig. Für alle, die eine richtige Challenge suchen, ist das Hollow Zero, denn hier warten die schwersten Kämpfe im ganzen Spiel auf euch. Ihr merkt also, egal ob Casual oder Tryhard, hier ist für jeden was dabei. Und Moritz? Bruder, wie macht man das? Wie sieht man das? Do you know which character I am? Corin, ja. Yeah. Ich hasse dich, Levin, ich hasse dich so. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal hier zusammen in das Cinema. Das ist auch ein Stopp in CCC. Und schauen mal, ob noch weitere Leute erkennen, dass Moritz Corin sein soll. Do you know which character he is? Which one? Corin? Yeah. Do you know the character? Corin? Yeah. Let's go. We spent days to make the cosplay. Was muss ich jetzt wieder drehen? Ja. Oh, warte mal, du musst es anziehen. Warte mal, was ist das denn? Oh, schön. Das ist jetzt nicht auch noch was für mich. Doch, wir müssen jetzt beide angekettet an Handschellen durch die Stadt machen. Es ist ja schrecklich. Das Video ist ja einfach nur schrecklich für mich. Oh mein Gott, Digga, ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als den ganzen Tag noch mit dir an einer. Du bist ja der unangenehmsten Person der Welt, da bin ich jetzt hier unterwegs und du kannst nicht. Schaut her, meine persönliche Sklave. Verdammt, da komme ich mir vorbei. Also, was machen wir jetzt? Und Freunde, während wir hier durch die Stadt laufen, nicht zu vergessen, dass in diesem Video natürlich auch wieder 3 Leute von euch gegrüßt werden. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Melanie, Fiona, moin. Und Merle. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt doch jetzt einen Kommentar, Freunde. Wir sind beim nächsten Stop angekommen. Und zwar beim GameStop, den es auch in-game gibt. Da steppen wir jetzt einfach mal rein. Hello, how are you? Can we have some Denny's? Oh, what is that over there? Yeah, wait a second. Freunde, das sind übrigens Denny's. Das ist die In-game-Währung von CCC, Freunde. Und die werden wir jetzt einfach mal mitnehmen. Es ist an der Zeit, ich muss. Sehr viel Nähe heute hier, muss ich sagen. Diesmal mal was Positives. Was soll hier überhaupt positiv sein? Was ist das überhaupt? Oh nein, das ist nicht tätowiert. Doch, das ist tätowiert. Auf keinen Fall. Was ist das? Einfach nur verbunden auf? Oh mein Gott. Ich steh mal auf hier, mein Lieber. So. Wenn ihr ein Comfort-Game braucht, ist wirklich CCC perfekt für euch und ihr nicht hier an Handstellen komfortabel. Mega komfortabel. So. Dann Cross-Safe ist es egal. Warte, du bist die ganze Zeit Cam. Ah, okay. So, jetzt. Dann Cross-Safe ist es egal, auf welcher Plattform ihr zockt. Habt ihr auch keinen Bock zu kämpfen, könnt ihr auch noch andere Sachen in Nuerido machen. Ihr könnt Minigames zocken, probieren den Highscore zu knacken. Egal was ihr macht, alles hilft euch dabei, Ressourcen zu sammeln, um eure Lieblingscharaktere maximal zu verbessern. Dank Daily Quests habt ihr jeden Tag was zu tun. Ich bin jetzt tatsächlich in die Richtung, Bro. Wie lange muss ich das denn überhaupt noch rennen? Big Memo, Digga. So, mein Lieber, setzen wir uns mal hin. Bro, ich habe immer noch kaum den Schmerz mit diesem Scheißschild, Digga. Mal schauen, was ich jetzt wieder machen muss. Was ist das denn? Was hast du gemacht? Ich muss Ramen essen. Ramen, Digga. Scharfe Ramen. Aber Bro, wir stehen jetzt nicht auf der Straße. Nein, keine Sorge. Ich habe hier so Angst, Digga. Keine Sorge, Bro. Ja, dann wollen wir rein, oder was? Okay, aber kann ich das jetzt hier einmal abnehmen? Komm. Für hier. Warum abnehmen? Damit ich hier auch was bestellen kann, essen kann oder so. Ja, gut, dann nehmen wir ab. Okay, lass uns rein. Alter, Digga. Was muss ich jetzt bestellen? Du musst die schärfsten Nudeln, die es hier gibt, bestellen. Oh mein Gott, nein. Hier noch so eine Chili oben drauf, Bruder. So.
Oh, diese Chili. Oh, diese Chili ist krank. Ah, fuck, jetzt sind meine Augen drin. Also blöd, so blöd. Während Moritz hier die Ramen isst und leidet, erzähle ich noch was über das Character Design. Denn bei CCC kannst du dein Team aus 20 verschiedenen Charakteren zusammenstellen, wobei du aktiv nur mit 3 kämpfst. Tatsächlich spielt der Ramenladen, wo wir hier sind, auch in-game in CCC eine Rolle. Denn wenn ihr euch eine ordentliche Portion Ramen, so wie Moritz sich hier gerade gönnt. Ich hab so viel Schärfe aufgemacht, du bist gefickt. Oh, ist das scharf. Dann erhaltet ihr in-game Buffs, was die Charaktere stärker macht. Die Charaktere haben einen unterschiedlichen Fokus. Manche machen einfach Damage, wie zum Beispiel hier dieses Chiliöl. Bruder, geh weg da mit dem Scheiß jetzt, Alter, wirklich. Es ist nicht mehr lustig, Alter. Andere sind sehr mobil oder schwächen die Gegner für ihre Teammates. Und wenn du eine gute Team-Kombo nutzt, dann rasierst du die Gegner easy weg. Freunde, wir sind draußen aus dem Store. Und Bro, wie war's? Ich will kein Wasser mehr. Dreh das scheiß Rad. Das hatten wir schon, Bro. Das hatten wir schon. Warte mal, das hatten wir das auch schon. Halt echt nur noch eins. Das hatten wir auch schon, Bro. Das hatten wir halt auch schon. Warte mal, das ist ja dann nur noch eine Option. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht bedacht. Das ist ja herrlich. Muss ich das jetzt machen, Digga? Ich dachte wirklich, ich wäre noch der meiste Topfklammer, aber das ist ja mega. Auf gar keinen Fall, Bro. Was soll ich mir denn stechen lassen? Das Logo von Zenith on Zero. Der Grund, warum wir hier sind. Ich werde das jetzt einfach machen, Freunde. Moritz hat auch durchgezogen. Ich werde mir jetzt wirklich CCC. Bruder, das ist krass. Tattoo Studio? Yes. Oh, hey. Hello. Hi. Hello. Only 3 letters. CCC. Stands for what? Sandless Zone Zero. Oh mein Gott, was denken sich das? Das ist so ein ultra geiles Studio und wir sind diese Vollidioten, Alter. Warum rasiert sie meinen Punkt? Dass ich sowas jemals für ein Video mache, hätte ich niemals gedacht, Digga. Der erste Stich. Ich mache hier vielleicht auch noch so ein Holz, wo man so reinbeißen kann. Das tut schon sehr weh, muss ich sagen, aber ich versuche es auszuhalten. Oh mein Gott. Das ist aber clean, Alter. Es ist wirklich clean geworden. Freunde, ich hab's wirklich getan. Ich kann's nicht glauben. Einfach CCC auf den Fuß tätowiert. Ey, was war das für ein verrückter Tag, wirklich. So blöd kann keiner sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an CCC fürs Sponsor des heutigen Videos. Freunde, checkt auf jeden Fall CCC ab. Erster Link in der Beschreibung, denn das Krasseste ist, CCC ist komplett kostenlos. Und wie gesagt, für PC, Konsole und allen. In dem Sinne, Freunde, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und Moritz hat das letzte Wort. Ich freue mich, dass ich so scheiße nicht rauszugehen, wirklich.